Hallo, wir haben heute Samstag. Koya ist noch zu Hause. Wir haben schon 9:30 Uhr. Wir sind schon ein paar Minuten wach. Und wir haben gerade unsere Jalousie, wollte ich gerade sagen, repariert. Ich weiß nicht, ob ich euch das überhaupt schon gezeigt habe. Ich habe ein Plissé, heißt das genau. Ein Plissé gekauft für Tatarata, für unsere Balkontür. Damit einfach nicht immer so viel Sonne hier reinscheint. Damit es halt nicht so mega... mega warm wird. Und ich drehe mal kurz die Kamera und zeige euch das. So sieht das Ganze aus. Und tada! Und ich habe das Ganze alleine gemacht. Das war noch in der Zeit, wo Koya nicht da war. Und man kann quasi jetzt das oben und unten halt so verstellen, wie man haben will. Ne? Also normalerweise geht es auch bis ganz nach unten. Aber unsere lieben Katzen, da wären wir gleich beim Thema, die haben es kaputt gemacht. Ich meine, das Ding hat 25 Euro gekostet, hat jetzt 3 Tage gehalten und es ist kaputt. Ich zeige es euch mal. Ich muss mich dazu mal hinsetzen. Und zwar wollte ich Koya gerade zeigen, wie cool das funktioniert, dass man das hoch und runter machen kann. Und habe das halt so ein bisschen hoch gemacht, dass auch ein bisschen Licht reinkommt. Und auf einmal sehe ich da so einen Bindfaden raus. Und ich denke, hä? Da haben die Katzen an diesem Seil geknabbert und das einen durchgebissen. Ich weiß gar nicht, ob man es erkennen kann, aber hier ist ein Seil. Da sind normalerweise 2, hier ist nur noch 1. Hier kann man das aber sehen, dass da 2 sind. Und man kann das halt jetzt hoch und runter machen. Und hier sind auch noch beide. Und die haben quasi das eine Seil, was hier runter ging, durchgebissen. Bei dem anderen Seil sieht man es hier vielleicht auch schon so ein bisschen, dass die das auch angeknabbert haben. Ich habe jetzt erstmal einen Knoten hier hingemacht. Das Problem ist natürlich, dass dadurch, dass der Knoten ist, geht das nicht mehr ganz nach unten. Geht ja Gott sei Dank noch. Also wir müssen es nicht komplett wegschmeißen. Aber ich habe halt Angst, dass die Katzen hier auch noch was durchbeißen. Ja, genau, ihr bösen Katzen. Das wart ihr beide. Nicht schön. Ja, so schnell können 25 Euro in den Arsch gehen. Aber das hat mir natürlich gezeigt, dass so ein Plissé auf jeden Fall nicht katzensicher ist. Jedenfalls nicht, wenn die Katzen noch so klein sind. Ich meine, ich kann es auch einfach verstehen. Die fassen da an mit den Pfötchen und dann bewegt sich das so schön. Und ja, dann haben die halt Bock, da reinzubeißen. Das Ding ist nur, ich wollte das eigentlich für die beiden Fenster im Schlafzimmer, im Wohnzimmer da hinten auch noch haben. Nein, Rocky, nicht dahin gehen. Ich wollte das da auch noch hin haben, weil man es einfach viel besser runter machen kann und einfach besser geschützt ist. Also man kann es halt viel besser verdunkeln sozusagen. Aber jetzt momentan mache ich es nicht. Und vor allen Dingen wollte ich eigentlich oder hatte ich überlegt, ob wir das für unsere Dreiecksfenster nutzen. Da gibt es extra Plissés für Dreiecksfenster. Die sind dann halt Maß angefertigt. Und das Problem ist, also für Dreiecksfenster ist es eigentlich kein Problem. Das Problem ist nur, dass unsere Dreiecksfenster so riesig sind. Also die sind so extrem groß. Und da bräuchten wir halt so eine wirklich extreme Sonderanfertigung. Also die Sonderanfertigung, die man so im Internet sieht, die gehen halt nur bis zu bestimmten Maßen und das ist halt einfach viel zu groß. Und das heißt, unser Fenster würde 500 Euro oder so pro Fenster kosten für so eine scheiß Sonnenverdunklung. Und ich meine, man kann, also wenn man, wenn ich das jetzt wüsste, ich kaufe das einmal pro Fenster und habe dann die nächsten 10, 20 Jahre Ruhe, okay. Aber wenn ich nach 3 Tagen dann merke, dass eine Katze da dran rumgebissen hat und das einfach kaputt gegangen ist, ich glaube, dann würde ich heulen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir es jetzt erstmal nicht. Dann scheint hier halt die Sonne rein. Dann ist es halt so, müssen uns irgendwas anderes ausdenken. Aber so jedenfalls nicht. Genau, das wollte ich nochmal loswerden. Und ja, jetzt geht es hier erstmal ans Aufräumen. Ich habe gerade schon die Küche ein bisschen aufgeräumt. Koya kam ja gestern an und hat seine ganzen Arbeitssachen da rumverteilt. Er hat jetzt eine Schublade von mir bekommen. Also wir haben eine Schublade ausgeräumt und da haben wir jetzt Platz gemacht für Koyas Sachen, dass die hier einfach nicht rumliegen. Ne? Genau, weil wenn wir das nämlich heute nicht gemacht haben, würden die wahrscheinlich in 3 Wochen immer noch rumliegen. Und die Kinder sind jetzt unten und müssen Zähne putzen. Koya ist gerade mit runtergegangen und ich räume jetzt hier nochmal so ein bisschen auf und muss noch das Bett machen und so. Und dann müssen wir mal schauen, was wir machen. Koya wollte mit den Kindern, glaube ich, irgendwo hinfahren. Ich glaube, zum Mediamarkt, da braucht er noch was. Und zu Vergölz, glaube ich, die Räder um. Also er hat Winterräder im Auto, die müssen da eingelagert werden. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall schauen wir mal, wie der Tag heute so weitergeht. Die Kinder sind jetzt mit Koya unterwegs. Wir mussten gerade eben erstmal den ganzen Kindersitz umbauen, weil wir haben halt ja 2 Kindersitze jetzt. Und der eine, der ist halt richtig hübsch und den wollten wir dann ins neue Auto packen. Damit, weil da fahren ja auch, und es sind ja dann halt auch Kunden oder Koyas Chef fährt halt ab und zu mal mit und deswegen müssen da, muss da ein vernünftiger Kindersitz sein. Und den anderen hatte ich sauber gemacht, von oben bis unten. Ich habe quasi dieses ganze Zeug da abgemacht, diesen Bezug, dann habe ich diese
Schnüre, wollte ich gerade sagen, diese Gurte abgemacht, habe die alle gewaschen, dann habe ich diesen ganzen Kindersitz, der war halt nur noch Plastik, dann habe ich mit dem Gartenschlauch abgespritzt und in der Sonne trocknen lassen, also der ist jetzt wie neu. Das Problem ist nur, dass der, das Problem hatten wir von Anfang an, dass dieser Bezug, das ist nicht der Originalbezug, den habe ich bei Amazon mal gekauft und der sollte wohl passen, passt aber nicht so hundertprozentig, ne, das ist echt blöd, also da gibt es immer so Ecken, wo es halt nicht hundertprozentig passt, aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt noch lohnt, einen neuen Bezug zu kaufen. Vor allen Dingen hoffentlich, weiß nicht, ob der dann hundertprozentig passt. Auf jeden Fall war das voll der Film, den Bezug und diese Gurte vor allen Dingen da wieder ranzubekommen an diesen Kindersitz. Aber das haben wir jetzt alles geschafft. Und jetzt ist Koya gerade mit den Kindern unterwegs. Er ist einmal die Winterreifen wegbringen zum Einlagern. Dann ist er beim Mediamarkt jetzt, hat er mir gerade schon geschrieben. Und dann fährt er gleich noch zu seiner Oma. Und ich habe in der Zeit hier schon alles aufgeräumt. Ich habe gerade schon was gegessen. Ich hatte schon Nudeln gegessen, die hatte ich eingefroren. Die habe ich mir aufgetaut, ich voll Bock drauf. Wir haben es ungefähr 23:30. Und Mia will nachher irgendwie einen Currywurst essen. So diese Curry King Currywurst, die habe ich irgendwann mal gekauft. Und ich sage schon seit 2 Wochen gefühlt, ja, du darfst die morgen essen. Und ja, heute ist es soweit. Und genau, ich habe gerade schon ein Video geschnitten. Und das rendert gerade und jetzt bin ich so ein bisschen K.O. Und ich denke mal, ich nutze jetzt die Zeit und lege mich hier in mein schönes Bettchen und ruhe mich kurz aus, bevor die Kinder dann wieder kommen und hier wieder High Life ist. Und ich muss nachher auf jeden Fall noch bügeln und so, habe ich gar keinen Bock drauf und Wäsche waschen und ja. Deswegen ruhe ich mich jetzt ein bisschen aus und spiele mit meinem Handy. Ich habe jetzt wieder ein cooles Handyspiel. Das habe ich, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt hatte. Das habe ich damals schon in der Schwangerschaft mit Ben, wo es mir so schlecht ging, habe ich das immer gespielt. Und zwar heißt das SimCity Build It. Ich zeige es euch mal. Also, das ist keine Kooperation oder so, nur weil hier oben Dauerwerbesendung steht. Ich muss halt quasi alles kennzeichnen, wenn ich euch irgendwie sage, der Lappen ist schön, dann muss ich da halt Dauerwerbesendung oder was hinschreiben. Das ist hier bei SimCity, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Das hatte ich die ganze, also ich habe das eine ganze Zeit gespielt, dann habe ich das deinstalliert. Oh, jetzt kann ich gerade eine Kiste aufmachen. So, da habe ich jedenfalls so eine Stadt. Muss ich mal aufmachen, mal gucken, was da drin ist. Oh, Steine. 2 Stück. Auf jeden Fall habe ich das die ganze Zeit gespielt. Ich war auch schon voll weit, aber irgendwann habe ich dann die Lust verloren. Ich weiß nicht, man kommt irgendwann kommt man drüber weg. Und jetzt habe ich aber jetzt wieder Lust gehabt, weil abends hat sich ja keiner mit mir unterhalten, wenn die Kinder im Bett waren, habe ich das abends jetzt wieder installiert und spiele jetzt quasi wieder von vorne. Macht ganz schön viel Spaß. Und das mache ich jetzt. Ich bin ein bisschen kalt, ich habe ein bisschen Gänsehaut, ne? Die ganze Zeit war es so, sieht man gar nicht, ne? Die ganze Zeit war es so warm und jetzt ist es voll kalt. Wir haben nur 16 Grad hier. Koya hat mir gerade ein Foto geschickt. Warte mal. So, er ist bei Mediamarkt und hat mir ein Foto geschickt von diesem Adapter. Kennt ihr diese Adapter? Ich habe ja, vorher hatte ich hier ein ganz normales Ladekabel mit Micro-USB. Genau, also quasi hier wie Koya. Das kann man jetzt nicht sehen. Das hier, das ist Micro-USB. Das ist beim S6 gewesen. Und jetzt beim S8 habe ich ja das C-Profil. Und dann gibt es halt so Adapter, wo man von Micro-USB auf C-Profil machen kann. Arschteuer, schreibt er. Und jetzt habe ich vorhin bei Amazon geguckt, wie viel die kosten. Und er wollte gerade halt auch gucken, wie viel die beim Mediamarkt kosten. Und da kostet so ein kleiner Adapter. So einen habe ich halt schon, den habe ich aber im Auto drin, weil ich das ans Autoladegerät gemacht habe. Und Koyas Arbeitshandy hat jedenfalls auch dieses C-Profil und aus dem Grund braucht er halt auch so einen Adapter und dann hat er bei Mediamarkt jetzt geguckt. Bei Mediamarkt kostet so ein Adapter, also nur so ein kleines Mini-Dings, 15 Euro. Einer kostet 15 Euro. Und bei Amazon kosten 4 Stücke 7,99 Euro. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kriege ja auch immer so, die machen sich viele drüber lustig, weil ich immer sage, ja, das habe ich bei Amazon gekauft. Und dann irgendwann, auch bei meiner Arbeit ist es so, dass die dann sagen, ja, kauf doch bei Amazon. Und machen sich halt drüber lustig, weil ich immer sage, ja, das habe ich bei Amazon gekauft. Und dann, ja, du musst halt auch, keine Ahnung, hier den Einzelhandel die Chance lassen. Aber ganz ehrlich, ich bezahle doch nicht für etwas das 8-fache im Endeffekt. Das ist 8-mal so teuer. Das ist, weiß ich nicht. Das ist krass. Sonst kriege ich 4 Stück. Oder teilweise 5 Stück für 7, 8 Euro. Und hier kriege ich eins für 15. Das ist echt krass.
Das finde ich zum Beispiel, weiß ich nicht, da bestelle ich es lieber bei Amazon, auch wenn die anderen Leute sich dann nämlich lustig machen und sagen, Nicola, du bestellst ja alles über Amazon, jetzt ist mir egal. Ja, also das kauft Koya jetzt nicht, dieses andere, man muss halt die Preise vergleichen, nicht alles ist über Amazon günstiger, aber manche halt schon und bei dem Preisunterschied lohnt sich das auf jeden Fall. Aber jetzt will ich gar nicht mehr so viel über Amazon reden, ich lege mich jetzt hier ins Bett und ruhe mich nochmal eine Stunde aus, bis die Kinder wiederkommen und Koya wiederkommen. Und dann geht es hier weiter im Text. So, der Koya ist wieder da mit den Kindern. Die haben gerade schon was gegessen, ne? Was gab es? Currywurst. Currywurst für mir. Sie durfte endlich ihre Currywurst essen. Und jetzt wollten wir rausgehen. Die Kinder machen jetzt gerade Mittagsschlaf. Und wir wollten jetzt mal rausgehen auf die Terrasse. Und uns einfach hinsetzen. Und Cola trinken. Und ich habe mir noch einen Kuchen in eine Mikrowelle gepackt. Das hört sich voll komisch an. Ich kaufe immer so eingefrorenen Apfelkuchen. Apfelstreuselkuchen. Und da gibt es immer so kleine Stückchen. Und die mache ich 1,5 Minuten in die Mikrowelle. Und dann sind die fertig und ist alles lecker. Und ja, wir setzen uns jetzt hier draus. Quatschen noch ein bisschen und genießen die Zeit. Es ist schon fast wieder abgelaufen. In 24 Stunden ist Koya schon wieder auf dem Weg Richtung Stuttgart. Deswegen. Hast du dich gerade ausgezogen? Ja. Zu braun werden? Nö. Hat eine Boxershorts an, ne? Genau. Ich habe noch eine lange Hose an. Zack. Eis. Genau. Wir setzen uns jetzt hier hin und genießen ein bisschen den Tag. Warum erschreckst du dich denn so? Weil das gefilmt hat. Entschuldigung, ich wollte einfach nur zeigen, wie süß du schläfst. Und nein, da kriege ich bestimmt jetzt voll den Hate, wenn man eigentlich keine schlafenden Menschen filmt, aber ich weiß auch nicht. Er sah so süß aus und ich wusste gar nicht, ich habe mir überlegt, ob ich das überhaupt mit reinnehme, aber jetzt hat er sich so süß erschreckt, jetzt muss ich es mit reinnehmen. So, also Koya macht Mittagsschlaf. So weit sind wir auch schon gekommen. Ich habe ja vorhin erzählt, dass wir rausgehen und uns draußen hinsetzen. Und ich saß, glaube ich, 3 Minuten draußen und dann war mir einfach zu heiß. Und ich habe jetzt noch ein Video geschnitten, noch ein Haul. Den muss ich jetzt auch noch fertig machen. Und mir ist dann noch eingefallen, ich wollte euch ja die ganze Zeit noch die Schulsachen von Mia zeigen. Und ich wollte eigentlich so ein extra Video machen, aber ich kenne mich. Ich mache das eh nicht. Die liegen jetzt hier schon seit 2 Wochen so rum und ich wollte sie euch endlich mal zeigen. Und keine Ahnung, ich dachte mir jetzt einfach, bevor ich das, also ich plane die ganze Zeit ein eigenes Video zu machen und mache es dann doch nicht. Und dann denke ich mir, ich zeige es euch jetzt einfach so. Und wenn es euch nicht interessiert, dann könnt ihr ja vorspulen oder so. Aber auch wenn ihr keine schulpflichtigen Kinder habt, vielleicht habt ihr Kinder, die bald schulpflichtig sind. Und dann ist es vielleicht ganz interessant, wie viel sowas alles kostet. Weil das habe ich halt auch nicht unterschätzt. Also ich habe so, also alle haben immer gesagt, es kostet halt mega viel Geld und ich habe sogar gedacht, dass es ehrlich gesagt mehr kostet, ne? Aber ich fange jetzt erstmal an und zeige euch mal die Sachen. Ich glaube, ich fange mal mit den Schulbüchern an. Die stehen nämlich da. Die zeige ich euch jetzt mal. So, ich zeige euch die Bücher jetzt mal so schnell. Ja, das sind mir Schulbücher. Einmal Denken und Rechnen. Ich habe auch noch nicht so richtig reingeguckt. Aber es hat eher so ein Mathebuch. Und ja, wie das jetzt genau aussieht da oder was da alles mit gemacht wird, das zeige ich euch dann bestimmt in einem Vlog, wenn Mia ihre ersten Hausaufgaben hat oder so. Aber dieses Mathebuch hat sie bekommen. Dann Rechtschreiben. Das ist halt so ein dünneres Heft. Muss auch mal reingucken. Achso, da kann man hier, weiß ich auch nicht, also man muss da irgendwas üben oder so. Ich habe mich, wie gesagt, noch nicht damit wirklich beschäftigt. Aber hier sind zum Beispiel so, zum Beispiel hier ist ein Besen, da muss man, glaube ich, Besen oder so hinschreiben. Dann gibt es hier so ein Arbeitsheft. Das ist, glaube ich, auch was mit Rechnen. Ja, genau, ist auch so ein Rechenarbeitsheft. Und solche Sachen kenne ich noch von damals aus meiner Grundschule. Da mussten wir auch solche, oder hatten wir auch solche Aufgaben mit so Würfeln und so. Das fand ich total süß. Dann haben wir hier dieses Nico-Arbeitsheft in Grundschrift. Das kann ich nicht aufmachen, weil es ist noch eingeschweißt. Und da ist hinten auch, ich weiß gar nicht, was das ist. Grundschriftlehrgang drin. Keine Ahnung, das werde ich euch dann auch zeigen, wenn es soweit ist. Dann haben wir noch so ein Buch von Nico. Das ist jetzt richtig dick. Das ist auch mit so einer richtigen harten Schale, würde ich gerade sagen. Was das hier ist? Keine Ahnung. Das habe ich jetzt erstmal gesehen. Das kann man, glaube ich, knicken. Naja, egal. Lassen wir alles hier drin. Das werden die Lehrer dann schon wissen. Das ist halt auch irgendwie so ein Buch. Ah, da kann man lesen lernen und sowas. Genau, lesen. Das ist das Buch.
Dann haben wir hier noch Schreiben zu Bildern. Ah, genau, hier ist dann sowas, da ist dann zum Beispiel ein Mantel und da musst du wahrscheinlich Mantel oder so hinschreiben. Dass die das schon in der ersten Klasse so lernen, krass. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, dass Mia aber richtig schreiben kann oder mehr schreiben kann als nur ihren Namen zum Beispiel. Hier hat Mia übrigens ein Bild mal gemalt. Das ist ein Pferd mit langer Mähne, dann ein Regenbogen und eine Sonne. Das musste ich schon kleben, weil das hat Ben nämlich kaputt gemacht. Und hinten hat sie hingeschrieben... Von Mia und dann Papa. Also für konnte sie anscheinend nicht schreiben, aber das fand ich schon so süß, dass sie, wie viel sie da schon schreiben kann. Mia und Papa und Ben kann sie auch schreiben und Mama ja auch. Dann haben wir hier nochmal von Nico so einen Vorkurs. Wie heißt das? Vorkurs, genau. Keine Ahnung, was die da so alles machen müssen. Ich glaube, hier muss man das irgendwie verschieden anmalen, in verschiedenen Farben. Das haben wir noch. Und dann haben wir Liesmal, das Heft mit dem Küken mit Silbengliederung. Genau, also auch nochmal so ein Leseheft zum Lesen lernen. Und alles zusammen finde ich, es sind ganz schön viele Bücher, die da so sind. Die muss Mia aber nicht jedes Mal mitschleppen, sondern die haben da quasi so Fächer und das bleibt dann in der Schule und sie nimmt dann halt nur das Heft mit, wo sie zum Beispiel jetzt Hausaufgaben hat. Wenn sie zum Beispiel das machen muss, dann nimmt sie das Heft dann auch mit nach Hause. Und ansonsten bleiben die Hefte da in der Schule. Das heißt, sie muss halt nicht so mega viel mitschleppen. Ja, und jetzt hole ich mal die große Kiste hier unten, die große Tasche hier unten hoch. So, ich habe die Sachen jetzt einfach mal so ein paar Sachen hier hingepackt. Wir fangen, glaube ich, mal an mit ihrem Etui. Das ist von Scout. Also ihr Ranzen ist auch von Scout. Und wir wollten halt so ein Feder-Etui haben. Feder-Etui, Federmappe, ich weiß gar nicht, wie man das noch so nennt. Ich muss mal gucken, ob ihr das gleich so sehen könnt. Also nicht so ein Schlamperheftchen, sondern wirklich eins, wo man die Sachen einsortieren kann. Hier sind dann so Stundenpläne und da kann man halt auch so andere Sachen reinmachen. Fand ich ganz cool. Und dann sind hier einmal Filzstifte, die müssen wir rausnehmen, weil die dürfen keine Filzstifte mitnehmen. Dann habe ich hier Buntstifte, müssen wir mal gucken, ob die in Ordnung sind, weil eigentlich sollten die dickere Stifte nehmen. Die sind jetzt hier nicht ganz in so mittel. Müssen wir auch mal gucken. Dann haben wir hier noch so einen Schreibstift, wollte ich gerade sagen, ein... Bleistift, genau, ein Lineal, das werde ich aber auch austauschen, weil es einfach ein Plastiklineal ist. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Ein Radiergummi und ein Anspitzer ist hier mit bei. Und auf der Seite auch nochmal Filzstifte. Und also wir haben das einfach gekauft, weil wir das, diese Aufteilung ganz gut finden. Auch wenn wir die Stifte und sowas nicht nutzen können, dann kann Mia die zu Hause irgendwie benutzen. Und wir füllen das dann halt mit anderen Sachen. Und ja, also sie hat sich das Motiv ausgesucht und das fand ich jetzt auch nicht so mega teuer. Ich werde mal gucken, ob ich euch die Sachen verlinken kann unten. Ich habe die Sachen jetzt größtenteils bei Amazon, nicht bei Amazon gekauft, bei Müller gekauft. Aber zum Beispiel diese Stifte, die habe ich bei Amazon gekauft und ich verlinke euch einfach mal so ein paar Sachen, die ich so finde. Genau, kommen wir mal zu den Stiften. Das sind nämlich dickere Stifte. Das sind auch so Dreieckstifte, die haben uns gesagt, dass Dreieckstifte relativ gut sind. Man kann jetzt auch noch so Stifte mit Noppen machen, damit man einfach so ein bisschen besseren Grip hat. Aber Mia malt so viel und die hatte nie solche Stifte und ich, also sie kann mit den Stiften auf jeden Fall auch sehr gut malen. Da habe ich die von Stabilo genommen. Wir haben halt wirklich eine Liste bekommen, wie viele Stifte, wie viele Farben und so. Es wurde alles richtig aufgeschrieben, deswegen sind das alles Sachen von der Liste, die man holen muss. Holen sollte, keine Ahnung. Dann haben wir hier so Mappen. Das sind Mappen aus Plastik. Und da dachte ich erst, okay, Plastikmappen sind vielleicht nicht so gut, aber die haben uns die Plastikmappen empfohlen und nicht die Pappmappen, weil man die hier einfach mal abwaschen kann und halt, wenn da mal irgendwas klebt oder so. Ja, da haben wir verschiedene Farben. Grün, Blau, Lila, Gelb und Rot. Das sind einfach für die verschiedenen Fächer. Ich habe jetzt mir nicht gemerkt, welche Fächer sind. Die will ich halt noch beschriften. Das machen wir aber alles später. Ist ja noch ein bisschen hin. Dann habe ich eine Postmappe geholt. Ach, wartet, ich muss euch das mal so zeigen. Postmappe. Da hatten wir erst eine normale gelbe Mappe, auch aus Plastik, aber, also die fand ich auch ganz in Ordnung, aber dann habe ich diese hier noch bei Rossmann gesehen und weil da halt Postmappe drauf stand. Es ist halt die Postmappe, da kommt dann halt immer so Post für die Eltern rein und da soll man halt jeden Tag reingucken und ja, ist halt so eine Sammelmappe, ne? Genau, und weil da halt Postmappe drauf sind, fand ich das ganz cool. Die hat, glaube ich, 89 Cent oder so gekostet. Und dann haben wir hier einen riesengroßen, Block, ein A3-Block, hier sogar vom Zoo Hannover. Ist halt ein Pelikan-Block. Pelikan ist ja auch aus Hannover. Und ja, den fand mir ganz toll. Da gab es verschiedene Motive und sie hat sich halt den ausgesucht. Das sind alles Sachen, die auch, glaube ich, in der Schule bleiben.
So, weiter geht's. Wir brauchten einmal Knete in so einer Packverpackung, in so einer Plastikbox, haben die uns gesagt. Das war quasi vorgegeben. Also die Marke war nicht vorgegeben, aber die haben gesagt, in einer Plastikbox. Und ja, wir haben uns jetzt hier für diese Pelikan-Dinger entschieden, weil, weiß ich nicht, ich finde, da hat man einfach ein gutes Gefühl. Die gab es in Rot und in Blau. Mir wollte unbedingt Blau haben. Dann brauchten wir Bleistifte in Größe HB eigentlich. Aber ich sag euch gleich, warum wir die, uns diese hier geholt haben. Genau, wir brauchten Bleistifte, Radierer und Anspitzer. Und wir fanden, also Anspitzer in so einem, in so einer Box quasi, dass diese Anspitzzeug, dass das nicht irgendwo rumfliegt. Ihr wisst, was ich meine. Dosenanspitzer, so heißt das Ding. Und halt ein Radiergummi. Und dann haben wir uns quasi für dieses Set entschieden, weil dieses Set hat, glaube ich, 50 Cent mehr gekostet als der Anspitzer an sich. Deswegen, und hier war der Anspitzer und das Radiergummi schon mit bei. Die Bleistifte können wir leider nicht benutzen, weil das ist, wie ihr sehen könnt, das ist B. Und wir brauchen HB, aber die kann sie dann zu Hause benutzen oder wir benutzen die oder so. Aber ich fand halt den Anspitzer und das Radiergummi so toll. Und sie hat sich für grün entschieden. Da gab es auch noch Silber und Schwarz und Rot, aber sie wollte grün haben. Genau, deswegen war das eigentlich ein Schnäppchen. Dann haben wir einen Tuschkasten. Da haben wir uns auch so einen ganz normalen entschieden. Der war damals auch bei Müller im Angebot. Ein ganz normaler Tuschkasten. Dann braucht sie ein Buch. Oh, da seht ihr mich, der spiegelt sogar ein bisschen. Ein Notizbuch in Blanko. Also da sind jetzt Blanko, also keine Linien drauf, sondern halt wirklich Blanko. Mit so einem festen Einband. Also nicht ein Heft, sondern mit so einem festen Buch quasi. Da werden die quasi immer so Sachen reinschreiben. So kleine Geschichten quasi. So, was sie am Wochenende gemacht haben und so. Und das können sie sich dann am Ende des Jahres nochmal durchlesen. Und da fand Mia diese Farbe halt ganz toll. Deswegen haben wir uns die hier ausgesucht. Dann haben wir hier so ein paar Hefte. Das sind Rechenhefte. Die sind relativ groß, wie ihr sehen könnt. Da können die dann die ganzen Zahlen eingeben. Ich habe jetzt immer einen mehr gekauft als gewollt. Also ich glaube, die haben 50 Cent oder so gekostet oder einen Euro. Ich bin mir gar nicht so sicher. Auf jeden Fall, da habe ich, wenn wir eins haben sollten, habe ich einfach zwei geholt, weil ich dachte, naja, vielleicht ist das so schnell voll, da müssen wir nicht gleich nochmal los. Für den Preis nehme ich lieber zwei gleich mit. Und hiervon brauchten wir zwei Stück, dann habe ich halt drei gekauft. Das ist ein Schreibheft und auch relativ groß geschrieben, genau. Da habe ich dann halt gleich drei Hefte genommen. Das ist Größe 0 und das ist Größe R. Kannte ich vorher gar nicht. Dann haben wir einen Schulblock und der sollte Blanko sein und gelocht. Oh, mein Computer meldet sich. Blanko und gelocht sollte der sein. Genau, den haben wir dann einfach geholt. Dann brauchten wir zum Tuschkasten noch so eine Wasserbox. Da fand Mia diese hier ganz cool. Also hätte jetzt auch einfach eine, weiß ich nicht, einen Plastikbecher oder so gereicht. Bei mir fand sie den ganz cool. Und was ich da so cool fand, das sind halt zwei Kammern, so wie ich das sehe. Genau, also da kann man zum Beispiel in der einen Kammer, links zum Beispiel, kann man den Pinsel als erstes auswaschen und dann rechts nochmal fein auswaschen sozusagen. Ihr wisst, was ich meine, damit man nicht immer gleich so dreckiges Wasser hat. Oder da die dunklen Farben, da die hellen Farben, wie auch immer. Den haben wir noch geholt. Dann brauchten wir Wachsmalstifte, und zwar Wachsmalstifte ohne Plastik drum. Also es gibt ja diese Wachsmalstifte mit Plastik drum, die man so rausziehen muss. Wir sollten aber welche mit so Papier drum haben. Auch am besten in der Box. Tada! Würde ich auch vom Pelikan genommen. Dann haben wir eine Kinderschere. Da stand gute Kinderschere. Und ja, da haben wir uns jetzt für diese hier entschieden. Genau, das war die. Was haben wir hier noch? Achso, hier haben wir das Lineal, was ich gesagt habe. Ich glaube, das hat 70 Cent oder sowas gekostet oder 50 Cent, keine Ahnung, war jedenfalls relativ günstig. Und ich habe mir gedacht, wir nehmen so ein Lineal, weil ansonsten das andere, ich kenne ja Mia, das geht sehr schnell kaputt. Dann zwei Klebestifte, das rollt weg. Zwei große Klebestifte, da gibt es auch noch dickere, aber ich dachte mir halt, wir nehmen die mittleren. Ich glaube, das reicht. Können wir immer noch mal einen nachkaufen, wenn da mal alle sein sollte. Die basteln halt viel. Dann haben wir hier so ein paar Pinsel, Borstenpinsel in verschiedenen Größen. Das war alles vorgeschrieben, welche Größen die brauchen. Und deswegen haben wir es einfach so geholt. Dann haben wir diese Stifte geholt. Das sind Bleistifte in HB. Also das sind halt dann die richtigen. Ich muss mal gucken, wie ich die zeigen kann. So, und das sind so richtige Schreiblernstifte, weil die haben hier, ich weiß nicht, gar nicht, ob man das so richtig sieht. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Die sind da so ein bisschen eingekerbt. Also das ist halt so rausgeschnitten, damit man halt hier so einen richtigen Grip hat in diesen Stiften.
Und ja, davon haben wir gleich zwei Stück geholt. Das ist auch für Rechtshänder, das gibt es auch für Linkshänder. Genau, das hat uns die Lehrerin empfohlen, weil da hat man einfach so einen richtigen schönen Grip drin und kann halt am besten so mit Schreiben lernen. Und das letzte sind hier solche Stifte, die permanent, also keine permanent, non-permanent. Weil die haben halt auch so Folien, wo die da halt draufschreiben und ja. Genau, dann muss man das wegwischen. Brauchten wir einen Stift, aber jetzt in der Zweierverpackung war es einfach günstiger, deswegen haben wir gleich zwei geholt. Ja, das waren die ganzen Schulsachen, die wir haben. Ich bin der Meinung, dass wir auch alles haben. Ich habe so eine Liste, habe alles abgehakt. Also ich glaube, wir haben wirklich alles. Nee, eine Sache fehlt noch, und zwar so eine A3-Mappe. So eine, hier quasi so eine Sammelmappe, wo dann die A3-Tuschbilder oder so reinkommen. Aber die haben wir noch unten, da nehmen wir jetzt eine von uns, weil da hatte ich einfach mal so eine Dreier-Mappe bei Lidl oder so gekauft und das war echt günstig. Und hoch. Genau. Das haben wir alles und ansonsten war es das, was wir haben, was wir alles brauchen sozusagen. Und die meinten aber nur, wir sollen halt alles, wirklich jeden Pinsel, jeden Stift sollen wir markieren, sollen wir den Namen drauf, irgendwie draufschreiben, weil ansonsten gibt es nur Stress. Wenn alle jetzt zum Beispiel einen Pelikan irgendwas haben, dann ist es halt einfach blöd, wenn da irgendwas vertauscht wird und so. Deswegen, um den Stress zu vermeiden, sollen wir alles markieren. Und ich habe mich da für solche, anstatt einfach das draufschreiben, fand ich irgendwie doof. Und da habe ich mich für Aufkleber entschieden. Und zwar habe ich die bei Gut Markiert bestellt. Wie gesagt, das ist keine Kooperation, sowas, also das würde ich euch sagen. Sondern ich habe mir die einfach, ich habe einfach Namensaufkleber oder so gegoogelt und kam die als erstes. Ich habe mich jetzt auch nicht informiert, ob die irgendwo anders günstiger sind oder nicht. Ich fand die einfach schön und hatte jetzt keinen Bock, irgendwie großartig Preise zu vergleichen. Und da habe ich einmal so klein hier genommen. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, welche Größe das war. So sehen die aus. Da steht einfach nur Mia Gerke drauf. Da konnte man auch noch so, weiß ich nicht, Herzen oder so drauf machen. Aber das fand ich jetzt zu kitschig. Deswegen habe ich einfach ja, so kleine genommen, wo nur ganz schlicht und einfach Mia Gerke draufsteht. Ich weiß nicht, wie viele es sind. 40 oder 30 oder so, irgendwie so. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, ob wir jeden einzelnen Stift damit markieren, aber ja, die habe ich erstmal gekauft. Und dann habe ich nochmal so große hier bestellt, auch von der gleichen Firma, ne? Auch steht einfach auch nur Mia Gerke drauf und die werden dann so auf die Brotdosen geklebt oder auf halt die größeren Sachen kann man die größeren draufkleben und auf die kleineren Sachen halt die kleineren, ist ja logisch. Und ich hatte euch auch, glaube ich, in irgendeinem Vlog gezeigt, dass ich so Bänder für die Kinder habe, ne? Das ist da, wo auch meine Handynummer draufsteht und halt der Name. Die habe ich nämlich da auch bestellt, alles so zusammen. Genau, und da habe ich, glaube ich, insgesamt, ich glaube, 30 Euro für bezahlt, für die beiden Bänder und für diese Sticker. Ich weiß nicht, ob das teuer ist oder nicht. Aber ich habe einfach gesagt, ja, egal. Manche Sachen, da muss man einfach durch. Und jetzt muss ich die ganzen Sachen mal hier zur Seite räumen, weil das hat mich mal genervt, dass es hier immer steht. Ich muss mal gleich so ein Körbchen oder so holen oder so einen Karton oder so und das zur Seite packen. Und da muss ich erstmal mich weiter um die Videos kümmern. Und ich hoffe, das war jetzt nicht zu langweilig für euch. So, jetzt habe ich ganz vergessen, euch zu sagen, wie teuer das ganze Quatsch war. Ich fand, das war ja irgendwie das Wichtigste oder das Interessanteste vielleicht. Also wir haben für die Schulbücher ungefähr 75 bis 80 Euro ausgegeben. Ich glaube 77 irgendwas. Also etwas knapp unter 80, glaube ich, haben wir da für die Schulbücher ausgegeben. Und für die anderen Sachen, die ihr hier alle so seht, habe ich ungefähr auch 80 Euro ungefähr, kann es sein. Also ich habe eigentlich alles bei Müller gekauft und da habe ich ungefähr 70 bezahlt. Außer diese Stifte, die ich euch gezeigt habe, die Buntstifte, die habe ich, glaube ich, nochmal für 8 Euro oder so bei Amazon bestellt. Ansonsten, also kann man sagen, dass wir dafür nochmal so 80 Euro ausgegeben haben. Das heißt, 160 Euro könnt ihr so grob damit rechnen, haben wir jetzt ausgegeben. Wobei ich auch damit wobei ich auch sagen muss, dass wir eigentlich nur Markensachen gekauft haben. Also wir haben immer nur Pelikan oder sowas gekauft oder Stabilo oder so. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern auf Koyas Mist. Koya meinte halt, ja, guck mal, dieser ganze Markenwahn, der da ist, ich weiß auch nicht, er meinte halt, ja, das ist doch gute Qualität und nachher ist das andere schlechte Qualität und ja, weiß ich auch nicht. Ich hatte keine Lust zu diskutieren und manche Sachen waren jetzt auch nicht großartig teuer. Also zum Beispiel der Tuschkasten war vielleicht 1 Euro teurer als das andere, weil die halt bei Müller im Angebot waren oder auch bei Amazon sind die halt manchmal auch günstig. Deswegen war das jetzt halt nicht so der Mega-Unterschied und dann haben wir gesagt, ja okay, dann nehmen wir jetzt einfach das, weil die anderen haben vielleicht auch die Sachen und dann hat sie vielleicht was anderes, keine Ahnung. Koya wollte das so, und also ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass es sein kann, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Schulsachen holt, dass da kann man zum Beispiel auch die No-Name-Sachen kaufen, die sind dann halt ein bisschen günstiger.
Genau, also 160 Euro könnt ihr damit rechnen. Das haben wir jetzt dafür ausgegeben. Und dann kommt ja im Normalfall noch ein Schulranzen dazu. Den haben wir jetzt umsonst bekommen, weil mir den von Amy geschenkt bekommen hat. Aber ich weiß nicht genau, wie viel ein Schulranzen kostet. Ich werde mal gucken, ob ich den Schulranzen, den Mia hat, der ist nämlich auch von Scout, ob ich euch den auch nochmal verlinken kann. Ich weiß nicht genau, wie viel einer kostet. Vielleicht auch 100 Euro oder so. Die sind ja auch relativ teuer. Und ja, das sind so die Kosten, die auf einen zukommen. Es ist schon eine Menge, obwohl ich gedacht habe, viele haben das noch schlimmer gesagt. Brauchst du 500 Euro oder sowas? Ja klar, wenn man sich so richtig teure Schulranzen oder so kauft, okay. Aber das haben wir halt jetzt nicht gemacht. Und ja, jetzt ist erstmal vorbei. Ich habe jetzt so viel gesabbelt, ich kann nicht mehr sabbeln. So, nachdem Koya einen richtig langen Mittagsschlaf gemacht hat und Ben auch, ich glaube, die beiden haben bis 4:30 oder so geschlafen, haben wir uns dann fertig gemacht. Eigentlich wollten wir nur ein Eis essen gehen. Aber ich hatte dann die Idee, dass wir vielleicht an Steinhuder Meer fahren. Und da sind wir am Steinhuder Meer. Wir haben ein bisschen... Ben rennt weg, der rennt zu seiner Schwester. Komm mit deinem Bruder. Da ist nämlich ein riesengroßer Spiel, also ein riesengroßer Spielplatz. Ja, nimmst du den Bruder mal mit? Und jedenfalls haben wir so ein bisschen gebraucht hierher. Also es war ein bisschen länger. Wir sind ein paar Umwege gefahren. Aber jetzt sind wir endlich hier, aber es ist schon fast 19 Uhr. Aber wir dachten, wir machen halt nochmal so einen Abendspaziergang und wollten uns Steinhuder Meer angucken, weil ich war schon richtig lange nicht mehr hier. Wollen vielleicht noch was essen oder so. Und ja, da gab es Fischbrötchen, aber da war eine Frau vor mir, die hat das letzte Fischbrötchen weggeschnappt. Also sonst hätte ich Koya ein Fischbrötchen geholt, aber ja. Jetzt wollen wir hier mal gucken, was es hier so gibt. Und es ist ja auch... Ja, aber es ist ja auch schon spät, da hat ja nicht mehr viel auf, aber... Baby Ben! Kommst du zu Mama? Pass auf, dass er nicht hinfällt. Kommst du her? So, genau. Also wir wollen mal gucken. Wir haben es auch eigentlich nicht weit. Eigentlich brauchen wir so eine halbe Stunde. Bis dann. Bitte auf dem Arm. What? Sag mal Hallo. Hallo. Sag mal Steinhuder Meer. Mia hat im Auto übrigens auch gepennt. Und ja, wir schauen jetzt mal, was hier so los ist. So, wir sind hier jetzt am Meer. Ich kann es euch mal zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Es ist ja richtig windig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich meine, das ist ja jetzt auch nur ein großer See oder so. Aber ich habe schon richtig Gänsehaut und es ist echt windig, ne Liebling? Ja. Hätte ich nicht so gedacht. Was guckst du denn? Stimmt da was? Ich habe noch zur Insel und so. Hier gibt es noch eine Insel. Hier so ein Tretboot. Hier sind so ein paar Tretboote. Mehr Feeling, ne Liebling? Das ist krass. Wir haben gerade darüber geredet. Wir sind jetzt schon über 5 Jahre zusammen, waren noch nie zusammen hier. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt alle verstehen, weil es so windig ist. Wir sind zu Hause. Wir haben es aber auch schon, ich glaube, 21:09 Uhr. Bisschen verschätzt. 21 Uhr. Wie fandst du es am Steinhuder Meer, Mia? Gut. Ja, gab es auch Spielplätze? Ja, und mit einem habe ich mich gestritten. Bei einer hat gesagt, ich gehe jetzt dahin. Eigentlich wollte er dahin, dann bin ich dahin gegangen, dann wollte er dahin. Und dann war er auf den Reifen und dann wollte er auf den. Und ich habe gesagt, nein. Das sind die Probleme einer Fünfjährigen. Wir waren noch gerade schnell einkaufen. Ich habe ein Kaugummi. Schon wieder. Es gibt nämlich jetzt richtig cool Tic-Tac-Kaugummi. Musste ich gleich ausprobieren mit Wassermelone. Schmeckt lecker, ist nur sehr klein. Aber schmeckt richtig gut. Mach mal zwei nehmen. Und dann habe ich eben gerade noch die Tomaten gegossen. Jetzt riechen meine Hände so ganz komisch nach Tomate, weil ich die so auch um dieses Ding da rumgewickelt habe. Und bei uns gibt es heute Salat. Nicht nur Salat, auch hier so Steakhouse-Brot. Ja. Schmeckt ja richtig lecker. Und Knusperdinos haben wir uns noch ausgesucht. Die finde ich auch immer richtig, richtig, richtig lecker. Das machen wir uns. Wir machen noch so einen speziellen Salat. Wir machen da so Mungobohnen rein. Und ja, mal gucken, wie das so wird. Ich werde ihn euch gleich zeigen. Während Koya jetzt die Kinder ins Bett bringt, wollte ich euch jetzt unser Essen zeigen. Also hier haben wir dieses Knoblauchbrot. Das habe ich halt schon klein geschnitten. Das ist unser richtig leckerer Salat. Da ist halt einfach Eisbergsalat, Gurke, Tomate, Mais, Kidneybohnen und diese Mungobohnen.
Keimlinge. Die mache ich sonst immer in so ein Asia-Dings rein. Ist da drin, ich habe es jetzt noch nicht umgerührt. Da ist auch noch kein Dressing drauf. Dann machen wir uns das gleich auf den Teller und machen dann das Dressing drauf. Und dann haben wir diese Geflügel-Dinos. Ich finde die halt total lecker, weil die so knusprig sind. Ich meine, das ist eigentlich sowas für Kinder, aber ja. Koya trinkt heute mal alkoholfreies Bier aus dem Glas. Hat er jetzt immer bei seinem Lehrgang, da hat er immer alkoholfreies Bier im Glas gekriegt und deswegen hat er sich das jetzt irgendwie so angewöhnt. Ich habe vorhin scherzeshalber gesagt, ich möchte einen Tee trinken, weil es so kalt geworden ist. Und ja, jetzt habe ich einen Tee hier stehen und ich mache uns gleich noch den Fernseher an. Und dann gucken wir mal ein bisschen Netflix, haben wir jetzt die ganze Zeit nicht gemacht, auch gestern nicht. Ich würde sagen, dass ich den Vlog jetzt beende und wir uns morgen oder so wiedersehen. Und ich genieße jetzt noch den letzten Abend mit meinem Liebling und morgen muss er wieder los. Morgen muss ich noch ein bisschen bügeln und so. Mal gucken, wie ich dann zum Film komme. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder. Bis dann, tschüss.